Im Duell zweier Löwenteams überlassen die Duisburger den Dummeklemmern die undankbare rote Laterne. Und es war wie so oft in den vergangenen Wochen, das Drehbuch musste nicht neu geschrieben werden. Das Rudel beginnt gut, hält sich über 40 Minuten in Vorsprung und verspielt anschließend die vorher geleistete Arbeit. Beim 22:28 droht sogar eine hohe Niederlage, doch gekämpft wurde bis zum Schluss. So bleibt nach dem 25:28 die Null stehen. Den besseren Start erwischte unterdessen der Gastgeber. Doch das schnelle 0:2 egalisierte Arthur Gieler ebenfalls innerhalb von 2 Minuten und Mike Schulz sorgte per Gegenstoß für die erste Ratinger Führung. Zu diesem noch jungen Zeitpunkt der Partie erwies sich das Rudel als unangenehmer Gegner. In der Defensive aggressiv und beweglich, in der Offensive geduldig und effektiv. Reinhausen sah sich unter Druck und das ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Über 4:4, 9:6 und 12:8 in der 19. Spielminute erarbeitete sich der Gast kontinuierlich eine Führung. Die erste Zeitstrafe gegen das Rudel in Person von René Zobel sorgte dann aber für den ersten Bruch im Ratinger Spiel. OSC-Mittelmann Felix Hanschke brachte seine Farben mit 2 Treffern in Folge auf 10:12 heran. Sebastian Bartmann gelang 5 Minuten vor dem Pausenpfiff zwar noch das 13:10, doch von nun an tat sich das Rudel vorne schwer. Der anfangs gezeigte Elan verschwand zusehends und es gelang nicht mehr, die gegnerische Defensive unter Druck zu setzen. Angriff um Angriff verebbte erfolglos, doch dank der immer noch stabilen stehenden Defensive gelang es Reinhausen nicht, das Spiel schon zu diesem Zeitpunkt zu drehen. 11:13 hieß es zur Halbzeit, 8 Sekunden vor der Pause traf erneut Felix Hanschke. Beide Mannschaften verbrachten nicht viel Zeit in den Kabinen, die Marschroute war auf beiden Seiten wohl klar. Wir wollten unbedingt vermeiden, in alte Verhaltensweisen zurückzufallen und das Spiel in den ersten Minuten nach der Halbzeit herzuschenken, verrät Damian Janus das Vorhaben seines Teams. Zunächst auch mit Erfolg. Denn hüben wie drüben gelangen immer wieder die einfachen Treffer und bis zum 17:19 in der 42. Minute durch Mike Schulz blieb das Rudel in Front. Doch trotz der angemahnten Vorsicht und der geforderten Konzentration kippte das Duell. Woran es schließlich lag, bleibt jedenfalls ungeklärt. Mehrere Faktoren schienen dafür zu sorgen, dass wieder einmal eine Abwärtsspirale einsetzte, die die Mannschaft nicht durchbrechen konnte. Sei es eine unnötige Zeitstrafe gegen den erfolgreichsten Ratinger Schützen Arthur Gieler, eine schlecht umgesetzte Überzahlsituation oder das Auslassen klarer Torchancen. Anlässe gab es genug. Einzig eine Antwort wollte dem Rudel nicht einfallen und so nutzte der OSC die sich bietende Gelegenheit mit der größeren Cleverness aus. Bis zum 19:22 in der 50. Spielminute dauerte die Durststrecke des Gastes an. Ein letztes Mal sollte René Zobel mit dem 21:23 die Hoffnung auf Punkte aufkeimen lassen, doch eine Zeitstrafe gegen Damian Janus und ein daraus resultierender 5:1-Lauf für die Heimmannschaft erstickten diese schließlich unsanft. Das Löwenrudel gab sich zwar nicht auf und konnte bis zum 25:28 Ergebniskosmetik betreiben, jubeln konnte aber nur der OSC. Im Kellerduell verschaffte dieser sich nun ein bisschen Luft, die dem Rudel langsam aber sicher auszugehen droht. Der erste Nicht-Abstiegsplatz ist zwar nur 2 Punkte entfernt, doch die Gegner in den kommenden Wochen geben wenig Anlass dazu, auf Punkte zu hoffen. In Schalksmühle und zu Hause gegen Leichlingen hängen die Trauben extrem hoch. Einziger Vorteil, ein Punktgewinn gegen auch nur eine Mannschaft wäre eine faustdicke Überraschung.